Kommen wir jetzt zum eigentlichen Begriff der Partialsumme, eng damit verknüpft der andere Begriff der Partialsummenfolge. Das ist in unserer Überschrift der Punkt C, Partialsummen bzw. Partialsummenfolge. Wir betrachten folgendes Beispiel. Eine Zahlenfolge, die nennen wir jetzt mal nicht AN, sondern AK, mit der Bildungsvorschrift 3k² plus 1, k größer gleich 1. Und wir berechnen zunächst die ersten 5 Glieder. A1 ergibt sich also aus 3 mal 1 Quadrat plus 1, das sind 3 mal 1 sind 3, plus 1 macht 4. A2 gleich 3 mal 2 Quadrat plus 1, das sind 3 mal 4, sind 12, plus 1 sind 13. A3 gleich 3 mal 3 Quadrat plus 1, 3 Quadrat sind 9, mal 3 sind 27, plus 1 macht 28. A4 gleich 3 mal 4 Quadrat plus 1, 4 Quadrat sind 16, 16 mal 3, 2 mal 16 sind 32, noch einmal 16 dazu sind 48, plus 1 macht 49. Und als letztes noch A5. A5 ist 3 mal 5 Quadrat plus 1. 5 Quadrat sind 25. 3 mal 25 sind 75 plus 1 sind 76. Jetzt werden folgende Summen gebildet. Zunächst die Summe S1 ergibt sich einfach aus A1, wie schon berechnet, die 4. Nächste Summe wird berechnet aus A1 plus A2, sind also 4 plus 13 macht 17. Die Summe S3, wie schon zu erwarten ist, werden die ersten drei Glieder aufaddiert. Das sind also 4 plus 13 plus 28. Ja, und statt der 4 plus 13 könnte ich auch schreiben S2. Das ist also dasselbe wie S2 plus A3. Das ist also 17 plus 28. Und da kommen wir auf 38, 45. So geht das ganze Verfahren jetzt weiter. S4 ergibt sich also aus A1 plus A2 plus A3 plus A4, beziehungsweise wenn man es schneller machen möchte, aus S3 plus A4. S3 war 45 plus A4 49. Das Ganze ist dann 94. Ja, und als letztes berechnen wir noch S5. S5 ergibt sich also aus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, beziehungsweise aus S4 plus A5. Das wäre 94 plus 76. Ergebnis 170. Was ist festzustellen? Es werden jeweils Summen gebildet, Summen aus Gliedern der Folge, aus einzelnen Gliedern. Deswegen spricht man von Partialsummen, weil es Teilsummen der Folge sind. Diese Zahlen selber, also 4,
17, 45, 94, 170 bilden wiederum eine neue Zahlenfolge. Und diese Zahlenfolge, da sie aus Partialsummen besteht, wird dann Partialsummenfolge genannt. Was ist wichtig zu erkennen, was allgemeingültig ist? Allgemeingültig ist, dass sich die nte Partialsumme stets ergibt aus dem Vorgänger. Der Vorgänger wird jetzt bezeichnet mit Sn minus 1 und dann kommt das nte Glied da dran. Beziehungsweise, wenn ich es anders aufschreibe, kann ich auch schreiben, Sn plus 1 ist gleich Sn plus An plus 1. Beides wäre richtig. Das ist also eine rekursive Darstellung. Ja, man kann auch Partialsummen darstellen mit Hilfe des Summenzeichens. Das ist hier auch möglich. Als Beispiel, wenn ich hier die S5 nehme, S5 wäre also die Summe aller 3k² plus 1 in Klammern von k gleich 1 bis 5. Das ist auch eine mögliche Darstellung für eine Partial. So, damit ist auch gezeigt der Bezug zum Summenzeichen, wie wir es im Kapitel B schon besprochen hatten.